Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute will ich lesen, wie Jesus die Menschen zu sich ruft. Er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich lese es in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt zu mir. Ich denke an meine Schwester, heute ist ihr Geburtstag, an meine älteste Schwester, wie sie zu Jesu kam. Ja, sie hat gesehen, ich habe mich bekehrt, ich habe mich Gott ergeben. Sie sagte dann, ja, so wie du will ich nicht werden. Meine Mutter, die hat ihr auch alles so direkt gesagt, auch sie soll zu Jesu kommen, und die konnte so direkt immer sagen, aber das hat sie auch nicht angesprochen. Und dann kam ein Cousin zu uns und hat sie zur Versammlung eingeladen, und sie sind dann hingefahren. Und das erste Mal sitzt sie da und die jungen Leute singen, irgendwie so in diesem Hauskreis war es, ja. Und es hat sie so angesprochen. Da war kein direkter Zuruf, aber in der Luft war es, komm zu mir, sagt Jesus. Er hat gerufen, er hat gezogen, und sie hat sich hier bekehrt, aufgestanden, betet für mich, hat geweint vor Gott, wirklich, ich will ein neues Leben beginnen, und hat ein neues Leben begonnen, und der Herr gab ihr wirklich eine neue und Wiedergeburt, ein neues Leben in ihm. Super, meine Mutter auch so, das erste Mal in der Versammlung, und gleich hat sie sich auch bekehrt, wo der Zuruf kam. Manche Leute, die denken, ich kann es vielleicht nicht schaffen, oder sie schauen auf andere, sagen, diese Christen sind nicht so, jene sind nicht so, auch ich verstehe Gott nicht mit den Kriegen und mit allem, und die kommen so in eine Diskussion mit sich selber, mit Gott, und lehnen diesen Ruf Gottes ab. Und Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das, was er will erquicken, das tut er auch. Er sagt auch, ja, ein Joch werdet ihr auch tragen, aber ihr müsst mein Joch aufnehmen. Nicht das, was die Sünden sind, was die auf uns aufgeladen haben, weil oft sind die Leute so betrübt, weil sie so viel tragen müssen. Sie wissen, ich kann mir Gott das nochmal vergeben, was ich schon getan habe. Eigentlich, dass ich bis jetzt ihm nie gesagt habe, ich liebe dich, Gott, ich danke dir für alles, weil sie gelebt haben ohne ihn. Das ist doch auch eine Sünde. Gott liebt uns, er trägt uns, er gibt uns alles, und wir merken es gar nicht. Wir leben so, als es ihnen nicht gäbe. Das ist auch eine Last, und da kommen wir zu ihm, die wir mühselig und beladen sind, und laden alles bei ihm ab und sagen, Jesus, komm in mein Herz, ziehe in mich rein. Und Jesus erquickt uns. Was gibt er uns? Er gibt Ruhe unseren Seelen. Warum brauchen wir diese Ruhe? Weil wo Gott den Menschen geschaffen hat, er hat in ihn sein Odem eingeblasen. Seither sind wir so wie er geschaffen, nach seinem Bilde. Wir haben den Odem von ihm, deswegen brauchen wir auch Ruhe von ihm. Kein Mensch kann uns diese Ruhe geben. Nichts im Leben kann dir die Ruhe geben, die Gott dir gibt, wenn du zu ihm kommst. Interessant, er sagt uns auch den Weg. Lernet von mir, denn ich bin demütig und ich bin von Herzen sanftmütig. Es ist so wichtig, demütig zu sein. Das heißt, annehmen, was da kommt. Nicht immer wieder, also ich will anders, ich will. Nein, ich nehme das an, was ich im Leben bekommen habe oder was ich selber auf mich eingeladen habe. Ich will es tragen, ja. Weil ich bin demütig. Ich nehme auch die Menschen um mich an, ja, so wie sie sind. Ich will sie nicht alle ändern. Ich bin sanftmütig. Das Wort sanftmütig ist auch so besonders. Also in Russisch sagt man Grotki, also jemand, der gezähmt ist. Ein Löwe, zum Beispiel ein wilder Löwe ist nicht gezähmt, aber so in einem Zirkus ist er gezähmt. Er kann machen das, was man mit ihm will, tun. Aber so ist auch ein Mensch, wenn er gezähmt ist, wenn er sanftmütig wird, dann ist es ganz anderer Mensch. Er ist dann lieblich, er ist dann herzlich, mit ihm kann man wirklich über alles reden. Er ist demütig und Jesus sagt, lerne von mir. Ich bin ja demütig und von Herzen sanftmütig. Und auf einmal merkt er, dass meine Last ist gar nicht schwer. Sie ist leicht zu tragen, mein Joch ist nicht schwer. Ja, aber dazu müssen wir kommen zu Jesus. Ein Moment im Leben muss es geben, wo ich sage, Jesus, ich komme zu dir. Ich bringe dir alles, was mich beladet, alles, was mich mühselig macht, alles bringe ich zu dir. Komm du in mein Herz,
zieh du ein, ich will von dir lernen, ich will mit dir gehen, Jesus, nur du, alleine schaffe ich das nicht, nur mit dir. Und so kommt man zu ihm und sagt, dein Joch will ich tragen, das, was du mir sagst, den Menschen will ich helfen, mit den Menschen, mit denen ich lebe, will ich Frieden haben, ich will so leben, wie du es willst, von mir, Jesus, das ist das Joch von Gott, das zu tragen, was er uns gibt, nicht was wir uns selber aufgeladen haben, manchmal solche Schwierige, das und das und das muss ich tun. Du musst vor Gott rein sein, das ist die erste Aufgabe. Und dann kommen alle anderen Aufgaben. Prüfe, was Gott von dir will. Schau mal, wie Jesus immer wieder war, eins mit dem Vater. Es war für ihn so wichtig, immer seinen Willen zu tun. Suche im Gebet, morgens, Herr Jesus, was soll ich tun für dich? Und wenn du dich noch nicht entschieden hast für ihn, dann geh zu ihm und bete zu ihm, ganz alleine, in deinem Zimmer, mach die Tür zu. Jesus, ich will dich aufnehmen. Ich will dir gehören. Nimm meine Last und gib mir dein, was deines, was du mir geben willst. Ich will es tragen. Danke, dass es möglich ist, Jesus. Amen.